Ja, und damit begrüße ich euch zu Teil 2 von Manifold Garden. Letzte Woche haben wir uns schon ein bisschen reingerätselt. Und heute hoffe ich, daran anschließen zu können. Ich habe aber ein bisschen Angst, weil es eine Woche her ist und ich das Gefühl habe, ich habe alles vergessen, was wir bisher gelernt haben. Aber gut. Werden wir sehen. Wo waren wir überhaupt nochmal? Aber ich glaube, wir hatten hier irgendwie ein Rätsel zu Ende gemacht. Oh Gott. Nein, ich habe Anki nicht getimeoutet. Sind wir denn hier? Waren wir hier? Und wo sind wir denn gekommen? Und wo wollten wir hin? Vermutlich sind wir von da gekommen, ne? Das sieht ja magnifik aus. Ja, den Stil finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Aber wo waren wir denn zuletzt? Scheiße. Wir von da gekommen? Muss auch mal ein bisschen Backtracking machen. Wir sind von hier gekommen. Ja, okay. Hier waren wir zuletzt. Also die Optik finde ich ziemlich cool von dem Game. So Spiele machen dir Kopfschmerzen. Ja, das Spiel ist wirklich ein bisschen schwierig für den Kopf. Das muss ich zugeben. Das ist ein Game, wo du halt im Void auf einem Zug bist. Und den kannst du halt rückwärts und geradeaus bewegen. Bin mir nicht so sicher, ob ich jetzt verstanden habe, worum es in dem Spiel geht. Aber vielleicht muss ich mir das einfach schon mal merken für später und nochmal angucken. Ja, Bilfert, ich mag solche Games auch. Deswegen gibt es bei mir auf dem YouTube-Kanal auch relativ viele Rätselgames. Da habe ich schon ein paar Sachen hinter mir. Das weiß ich nicht. Umfliegen, Items sammeln, Monster killen, dann kannst du dir jetzt Sachen bauen, wie einen Ofen. Und so, und kannst dir zum Beispiel Waffen holen. Social gibt's hier nicht. Ich hab eben Döner gegessen, will nicht nochmal sehen. Achso. Ja, dann viel Spaß bei was auch immer. Danke fürs Reinschauen und viel Erfolg beim Döner verdauen. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall da einen Button. Da müssen wir wahrscheinlich zuerst hin, damit wir hier nicht 200 Stufen hochlaufen müssen. Also, vielleicht erkläre ich nochmal kurz, wie das Spiel funktioniert. Wie ihr seht, wir haben ja hier in der Mitte so einen kleinen Punkt. Der ist jetzt in dem Falle blau. In dem Fall ist er ja, magenta, violett. Und je nachdem, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden, können wir quasi hier die Perspektive umdrehen. Jetzt sind wir quasi auf dieser violetten Ebene. Gehen wir hier mal auf die hellblaue Ebene und sind jetzt quasi, gerade eben standen wir noch da unten. Und jetzt sind wir über diese Wand hier jetzt hochgelaufen und drücken diesen Knopf. So, der aktivierte einen Ball und der Ball muss wahrscheinlich nach da unten. Soweit, so gut. Das heißt, wir müssen jetzt an diese Wand gehen, damit der Ball runterfällt. Dann müssen wir wieder an diese Wand gehen, der dahin runterfällt. Dann müssen wir nochmal an diese Wand gehen. Verstehst jetzt schon nichts mehr. Okay, so. Müssten wir theoretisch an... Oder können wir runterfallen? Das ist ja gar nicht so schlimm. Sind das etwa Gravitationsknobeleien? Ja, hier ist auf jeden Fall mehr Gravitation als in den anderen Rätselgames, die wir bisher so hatten. Also es hat wieder ein bisschen so wie bei Superliminal eine Mischung aus Perspektive, aber hier auf jeden Fall mehr Gravitation als bei Superliminal. So, das heißt, wir gehen jetzt auf die gelbe Ebene, dann müsst ihr den runterklicken und dann fertig. So. Rätsel gelöst. Das war doch gar nicht so schwer, wie es eigentlich aussah. Ich weiß auch nicht, ob das als Zuschauer noch mal ein bisschen schwerer zu verstehen ist, als jetzt als Spieler. Aber wenn ihr Fragen noch dazu habt, dann versuche ich euch gerne das noch zu erklären an weiteren Beispielen, aber im Prinzip machen wir halt nichts als an Wänden entlanglaufen. So, was haben wir denn hier? Da haben wir auf jeden Fall eine Treppe, an der wir lang rennen können. Was man auch sagen kann, das wiederholt sich hier immer. Theoretisch. Also, wir sind eigentlich
in dem gleichen Raum wahrscheinlich drin wie da, nur halt woanders. Du hast jetzt eine andere Ansicht erzeugt, okay. Was denn hier? Achso, ah, das ist wieder das, was man ausschalten muss, damit wir da durchkommen. Ja, dieser Raum, ey. Ist wieder so eine fiese, dunkle Dingselhaftigkeit. So, wenn wir den hier rausnehmen, den müssen wir aber vielleicht auch mitnehmen, den Button. Hey David! Also es ist halt auf jeden Fall krassen MC Escher-Style. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Button da in dieses Ding reinpacken. Auf jeden Fall ist die Welt scheinbar von irgendeiner komischen schwarzen Glibbermasse befallen. Kann ich den jetzt hier schon reintun? Ne, hier ist wieder... Hier ist scheinbar wieder das Ding verschlossen, das müssen wir wahrscheinlich erst wieder aufmachen. David macht den Johnny, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber Indie-Strolche haben heute ja auch gesagt, heute ist wohl internationaler Caps Lock Day. Vielleicht hat David deswegen auch einfach Caps Lock geschrieben. Warum ist da ein Button? Sehr wichtig, brauchen wir den? Wir müssen jetzt so einen Ball durch diese komplette Röhre durch versehen. Nein, wir müssen den Würfel da rein tun. Scheiße. Taken Burst. Lass das Geräusch wieder. Klack, 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 klack. Okay, das ging schneller als erwartet. Hui. Ende. Dead End. Also das ist ja das normale Laufen hier, aber man kann auch mit Shift-Taste kann man auch ein bisschen schneller. Weiß ja nicht, ob ich mich kritisch zu den Keksen äußern darf, aber jetzt habe ich schon angefangen, ne? Die Kekse an sich waren lecker, aber ich hatte das Gefühl, die hätten noch ein bisschen länger gemusst. Oder vielleicht müssen die auch so sein, weiß ich nicht, aber die waren noch ein bisschen weich innen. Aber vielleicht sollen die auch so weich sein, aber es hatte noch so ein bisschen Teig-Charakter. So, was geht denn jetzt hier ab? Bin ich denn jetzt hier so elendig weit rumgelaufen? So, hier ist ein verdorbener Baum scheinbar. Wo müssen wir mit den Dingern hin? Oder müssen wir doch erst da an der Seite an das Ding dran? Ich krieg hier irgendwie den... Ich krieg den Cube nicht ab. Wahrscheinlich solange der Baum hier verseucht ist, kann ich das wahrscheinlich nicht machen. Aber wie kriege ich den Baum entseucht? Oder soll ich vielleicht mal die Perspektive wechseln? Ne, ändert sich nichts. Ich glaube, das bringt nichts. Gut, dann gehen wir nochmal, wo muss ich denn lang am besten? Wo ist der kürzere Weg? Ich glaube hier lang, oder? Ja. Dann versuchen wir vielleicht mal außen lang zu gehen. Vielleicht müssen wir erst da außen was machen. Von wo kamen wir denn eigentlich? Von unten? Das da hinten waren wir auch noch nicht, oder wie? Ne, wir waren unten. Würde ich sagen, gehen wir doch mal da an diesen Button, wenn ich das hinkriege.
Kann ja theoretisch da unten runterhüpfen. So, und da kommt dann eine Kugel raus wahrscheinlich, ne? So. Bonk. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das denn? Gehen wir am besten irgendwie nach drin? Weil hier außen ist ja, haben wir wahrscheinlich immer das Problem, dass wir dann runterfallen. Ach übrigens, ich habe noch gar nicht geguckt seit dem letzten Stream. Ich mag ja den Soundtrack bisher sehr von dem Spiel. Aber ich habe noch gar nicht geguckt, ob es den Soundtrack irgendwie auf Spotify gibt oder so. So, von wo kam das jetzt? Von da kam das raus. Weil ich meine, hier könnten wir jetzt theoretisch noch so machen, dass wir hier lang latschen, aber... Not sure if that's so klug. Ich würde ja eigentlich am liebsten nach innen gehen. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn wir runterfallen, weil wenn wir runterfallen, fallen wir quasi einfach wieder auf eins dieser anderen Dinger drauf. Ich meine, ich könnte jetzt theoretisch nach hier hinten gehen und so weitermachen, aber ich weiß nicht, ob das so klug ist. Müssen wir nämlich wieder in die... Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Okay, das macht eigentlich nichts. Hier wieder hingehen. So. Und theoretisch, wenn ich jetzt von der Seite wieder dran laufe, dann müsste das wieder einen Ticken runter. Wo ist jetzt der Ball? Da. Müssten wir nach da... schon fertig. Warte mal, jetzt hat sich da hinten was aktiviert, richtig? Von wo kamen wir denn nochmal? Wir kamen ja von dem Ding, richtig? Da ist jetzt quasi auf der komplett anderen Seite müsste eigentlich dieser andere Tempel sein, wo ich auch jetzt noch nicht weiß, ob wir da was machen müssen. Kann ich von hier vielleicht da an die Decke dran? Nee. Also ich denke, wir müssen ja auf jeden Fall an diesem Baum... Da brauchen wir den roten Cube und den roten Cube müssen wir da an dieses Ding tun. Ich denke, das ist auf jeden Fall der Plan. Die Frage ist halt nur noch, wie kommen wir an den roten Cube, solange der... solange der Baum verseucht ist. Jetzt ist aber der Ball wieder runtergefallen, ja. Okay. Jetzt würde ich sagen, wir hüpfen einfach jetzt mal runter. Auf diese Verseuchung da drauf. Vielleicht da oben. Mal schön reinhüpfen. In den Turm von oben. Was ist denn hier? Das ist jetzt der rote Tempel. Ist aber nix, glaube ich. Nee. Aber da ist ein Baum. An dem Baum könnte, wenn wir Glück haben, auch ein roter Cube sein, der nicht verseucht ist.
Vielleicht ist das auch einfach das Rätselslösung. Ah, guck mal, da ist nämlich einer. So, jetzt hätten wir nämlich einen roten Cube. Und den mussten wir jetzt nochmal wohin kriegen? Da hinten hin. Anders? Ob schon, ne? Heißt aber, wir müssen die komplette... Ach so, ah, aber wir haben halt einen roten Cube. Hä? Wie wollen wir das denn machen? Kann ich von hier auf diese Treppe da drauf springen? Also die Würfel hier, die haben halt eine Anziehungskraft in Pfeilrichtung. Also jetzt in dem Fall nach unten. Wenn ich jetzt halt den hier irgendwie ablege, den Würfel, und die Welt drehe, dann bleibt er halt an dieser Stelle einfach hängen. Wenn ich jetzt drehe, dann fällt er nicht runter oder so, sondern... Er hat halt Anziehungskraft nach da und so bleibt er dann auch. Wenn wir dann die Farbe wechseln quasi, oft irgendwie die gelbe Ebene oder die blaue oder so, dann bleibt er da einfach festgefroren. Hier hinten muss ich hin. Aber vielleicht kann ich den ja hier irgendwie ablegen. Auf der Treppe. Was? Das sieht jetzt irgendwie buggy aus. Aber wo ist der Ball? So, das heißt, wenn ich jetzt so mache... Also. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist aber auch nicht... Das macht eigentlich keinen Sinn, weil das ist nicht der rote Cube. Verarscht, oder? Nee, warte mal. Ah, okay. Ich glaube, jetzt raff ich's. Das heißt, wir müssen hier mit irgendwie dem Orangenen, wir brauchen einen orangenen Baum. Ein Orangenbaum quasi. Wir müssen da einen Würfel reinmachen, dann geht da diese Tür auf und dann kann der Ball weiter runter kugeln. Was ist da hinten? Waren wir da schon? Oder sind wir von da gekommen? Die Frage, ist das ein Orangenbaum? Nee, warte mal, nee, da war der rote Baum. Nur auf den Kopf gedreht. Das heißt ja theoretisch... Theoretisch müsste der Baum ja von dieser Seite aus sichtbar sein. Wenn es ein orangener Baum sein soll. Aber ich sehe keinen. Oh fuck, ich bin runtergefallen. Aha, da ist ein orangener Baum. Okay, kommen wir darüber? Wahrscheinlich am besten mit Springen, ne? Springen wir hier auf diesen Schacht drauf, laufen ein bisschen weiter. Wir auf Höhe des Baumes sind und springen da nochmal runter. Ich hoffe, von euch hat keiner Höhenangst. Also ich eigentlich ja schon, aber in dem Spiel geht's. So, okay, und jetzt müssen wir wieder dahin finden, wo ich gerade war. War da hinten. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich besser in die Richtung und lassen uns da einfach nochmal runterfallen. Ne, so weit komme ich gar nicht. Muss ich wieder hier auf den Schacht springen? Okay. Hi! Oh, und ich habe den Würfel verloren. Richtig Käse. Naja, immer rein. Wir können ja eigentlich direkt hier auf diesen Schacht springen. Das wollte ich gar nicht. Oh. Das ist immer so schlimm, wenn man hier Leertaste drückt. Weil Leertaste ist die Taste, um hier die Dinger zu wechseln. Wenn sie Probleme, was ich jetzt ein bisschen habe, jetzt muss ich den, glaube ich, hier erstmal ablegen, rot nehmen, rot wieder hier abstellen. So, der da reinkommt. Ah, ich bin, glaube ich, in der falschen Richtung, ne?
glaube, den Cube können wir auch weglassen. Baby Nushi. Jetzt einfach hier hin, drehen hier um, zack. Jetzt müsste der Ball eigentlich durchrollen. Siehst du. Perfekto. Okay, und jetzt muss der. Oh, jetzt muss der nach da hinten, oder was? Wo ist der Ball? Ich hab den Ball aus den Augen verloren. Ach, da hinten irgendwo. Das heißt, wir müssen jetzt nach links. Kommen wir hier irgendwie nach links? Nicht so wirklich. Springen wir hier einfach mal runter. Hui. Kekse. So, jetzt ist der Ball da. Jetzt müssen wir in die Richtung. Oh. Das heißt, der kommt gleich wieder von oben. Du magst Kekse, Hilfe! Gut Ding will Weile haben, Nushi. Zu dem Turm, da kann ich glaube ich ein bisschen besser drehen. So, wo ist der Ball jetzt? Da, jetzt müssen wir nach rechts. Bin ich hoch? Nee. Jetzt müssen wir scheinbar nach da. Ich die Wand nicht anwählen. Na siehst du, Nushi. Dann kann es ja mit den Keksen auch nicht mehr allzu lange dauern. Warum kann ich diese Seite nicht anwählen? Was ist denn da los? Dann muss ich wohl runterspringen. Wo springen wir denn hin? Einfach da wieder auf den Schacht drauf. Uah! So, wo ist der Ball? Da ist der Ball. Wir müssen schon wieder nach da. Jetzt müssen wir nach links. Links rum. Dann kommen wir, oh, dann sind wir ja schon fast da. Wie kommen wir nach links? Vermutlich wieder, oder wir gehen einfach da entgegen. So. Mal hier hin. Zack. Moin, Regen. Oh. Wie jetzt? Warte mal. Hab ich jetzt falsch gemacht? Oh, wir mussten gar nicht nach links. Nee, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss noch da eigentlich. Das andere links. Wie geht's hier, Regen? Ja, da muss ich wohl doch unterspringen, glaube ich. Das? Okay, ganz knapp. Kann ich das vielleicht hier machen? Ja, müsste nicht klappen. Bin am Fubbern, am Futtern. Achso, ich wollte gerade sagen, Fußball, Wett, wie? Jetzt sehe ich den Ball gerade gar nicht. Doch, nee, wo ist er denn? Scheiße. Weiß nicht, wo der Ball ist. Mit dem Ball gesehen? Was müsste er? Ist das nicht? Müsste das? Eigentlich müsste das doch rot sein, oder? Das klang wie ein Ton, den man hören möchte. Oh. Da explodiert gerade irgendwas. Achso, der Turm schießt jetzt mit dem Strahl auf die schwarze Inseligkeit. Ist die Frage, müssen wir das jetzt aufrechterhalten oder... Die Musik so böse geworden. Nein. So, aber ich muss jetzt nach innen, oder wie?
Vielleicht habe ich das. So. Ha. So, jetzt sind wir wieder in dieser bösen Welt. Muss ich jetzt hin? Muss ich jetzt hier rein? Scheinbar irgendwie eine zeitliche Begrenzung. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Ich habe den roten Cube verlegt. Warte mal, der eine rote Cube, der war ja an dem Baum dran. Das heißt, theoretisch müsste mir da von hier irgendwie dran kommen. Müssen wir da nochmal hinspringen. Und ja, das ist gerade so eine böse Stelle, da wird der immer ein bisschen lauter. Ich habe den, glaube ich, schon ziemlich leise gemacht eigentlich. Ich bin schon auf 2 oder so. Ja. Aber gut, ich könnte hier vielleicht noch ein bisschen runtergehen. Was hast du gesagt? Okay, jetzt haben wir schon mal den Würfel wieder. Kann ich das von hier da runter zu hüpfen? Ich versuche mal hier an der Kante runter zu hüpfen. So. Dann können wir nämlich hier den roten Cube wieder reinmachen. So, dann ist die Treppe nämlich wieder da. Dann holen wir uns den Cube und dann hoffe ich, dass ich alles habe, was ich brauche. Speedrun. Ich glaube, der Weg ist kürzer, ne? Ja, oh Gott. Jetzt ist das so. Da müssen wir das scheinbar hinbringen. In das Zentrum. Schwarzhaftigkeit. Achso, deswegen war da kein der Würfel, war gar nicht da. Zumindest das alte, ja. War das noch Game 1 oder war das Anfang Game 2? Ich glaube, das war das erste Game 2, ne? Mit dem man sich wiederholen kann. Platz 4 bei Mario 35. Jetzt wird's trippy, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben scheinbar den zweiten Bereich abgeschlossen. Wie war das denn nochmal beim ersten Mal? So, wahrscheinlich müssen wir hier einfach wieder nur dem Weg folgen. Durch mit dem komischen Perspektivenwürfel, der alles komisch aussehen lässt. Wände schmelzen schon wieder. Geht's gleich nicht mehr. Jetzt wird alles gut. Dann nehme ich da den Weg.
müssen wir jetzt nach da oder nach da? Von da sind wir gerade gekommen, ne? Das heißt, wir müssen eher geradeaus weiter, vermute ich. Warum ist es da immer noch so böse? Warum ist hier so viel Darkness außenrum? So viel Darkrap außenrum. Das als Dark Souls Kathedrale. Oh. Überall liegen Items. Klick. So, da haben wir einen blauen Baum und einen blauen Cube. Der aber scheinbar nicht da drin sein darf, weil sonst ist die Wand nicht durch Dingsbumsbar. Das ist der gleiche Cube? Ja. Hier sind keine zwei Cubes. Na gut. Gehen wir die Treppe erstmal hoch. Da hinten, hä? Da hinten ist wieder ein Knopf. Aber der sieht genauso aus wie der Knopf, bei dem wir gerade waren. Jetzt, aber jetzt müssten wir da in der Mitte hoch. Aber hier waren wir doch schon mal, kann das sein? Ich glaube, in dem Raum waren wir schon mal vorher, also beim letzten Mal. Oh, wir brauchen zwei Cubes. Warum ist bei dir buffert? Das weiß ich nicht. Bei mir scheint alles okay zu sein. Keine Frame Drops auf meiner Seite. Vielleicht ist das WLAN zu schlecht im Schlafzimmer. Oh, warte mal. Da hinten ist auch noch eine Tür. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal mit dem Cube da hinten in die Tür rein. Und dann... was ist hier noch Schönes? Und da wahrscheinlich erstmal einen zweiten Würfel holen. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. Ja. So. Okay, was sind wir hier? Oh nein. Wieder so groß. Allein diesen Effekt finde ich schon immer so geil, ne? Wenn man hier durch irgendwas durchguckt und dann hier so merkt, da ist ja gar nichts. Das finde ich schon immer schön. So. Da ist auf jeden Fall irgendwie, da ist noch so ein Dingen. Ui, ui, das muss ich mir jetzt merken, oder was? Da haben wir noch zwei Cubes. Hm. Okay, da fließt Wasser. Warum auch immer. Mann, ich bin heute wieder so übertrieben weiß mit dem Licht, ey. Weiß wie der Hintergrund. Nee, nicht da hinlegen. So, jetzt fließt hier das Wasser runter. Achso. Es fließt runter, aber kommt von oben hier wieder. Da kann ich drauf laufen. Auf dem Wasser. Ah, guck mal.
Ich habe einen Baum gepflanzt. Da habe ich noch mehr Cubes. Was? Q und R? R? Q? R? Beides? Was ist das denn? Okay, man kann auch Mausrad benutzen, das ist einfacher. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Symbol und dem Symbol? Sehe ich nicht. Wo muss ich hin? Und wo bin ich gekommen? Von da oben, ne? Kann das sein? Jetzt haben wir ja so viele Cubes. Hier los? Da oben drauf. Hehehe, ich bin dumm. Also das sind ja auf jeden Fall grüne Pads. Das ist wahrscheinlich für ein Rätsel später. Da muss ich wahrscheinlich auch einen Baum pflanzen. Aber wo gehe ich denn jetzt? Wo kam ich denn nochmal her? Bin ich von da oben? Ich bin von da oben runtergesprungen, kann das sein? Das heißt, ich muss wieder runterspringen einfach. Und quasi von oben auf den Turm hüpfen. Das ist ja noch ein Baum. Warum habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier so einen Überschuss an Cubes. Nochmal zwei Cubes, gibt's ja gar nicht. Ist ja richtiger Cube-Himmel. Naja. Okay, ich muss da jetzt diesen Turm treffen. Nein. Ich hab nicht ernsthaft meinen Würfel da oben verloren. So, ich kann mir eigentlich wiederholen, stimmt. Wo habe ich den denn verloren? Da. Aber was ist das denn da? Da ist irgendwie irgendwas Grünes. Warum? Verstehe ich noch nicht. So. Wo bin ich denn nochmal hergekommen? Hier. Ist das jetzt wirklich? Ist das der Sinn des Rätsels? Ich weiß ja nicht. Irgendwie nicht das Gefühl, dass ich das Richtige mache. Das erscheint mir so kompliziert, hier jetzt die Würfel einzeln hertragen zu müssen. Oh. Kann ich die auch durch dieses große Loch, aber da ist ja eine Scheibe. Da fallen die da dann durch und machen die Scheibe kaputt. Aber das könnte eventuell, weiß nicht, ob das klappt. Obwohl, wir sehen das wahrscheinlich von außen gar nicht, ne? Da brauchen wir noch mehr Cubes, aber da hinten ist ja auch nochmal ein Cube. Naja, wir machen es einfach mal. Da ich es nicht besser weiß. Ne, nur eins höher. Da hinten sind ja auch noch Türen. Wo führen die denn noch hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, gerade was falsch zu machen. Es erscheint mir zu kompliziert, gerade hier so lange zu laufen, um den Cube von A nach B zu tragen. Aber guck mal hier, ein Turin, oder? Und hier war ich auch noch gar nicht drin, fällt mir drauf. Da einfach gar nicht reingeguckt. So. Das denn? Aber nee, das würde ja eigentlich nicht gehen, aber
Er hat mir ja auch gerade gesagt, ich kann hier irgendwie den Cube drehen, weil, wo ich noch nicht weiß, wozu das ist. Wir haben halt immer noch, glaube ich, 2 Cubes noch über. Und den könnten wir theoretisch auch noch mitnehmen, wenn, weil die Tür da brauchen wir ja eigentlich nicht. Naja. Wer weiß das schon so genau? Gucken wir einfach mal, was passiert. Ha. Diesmal habe ich es geschafft, genau auf dem Turm zu landen. Jetzt hätte ich es fast wieder geschafft, den Würfel fallen zu lassen. Wo muss ich nochmal hin? Achso, genau. Ich muss den Turm runter. Vorsichtig den Turm runterhüpfen. Oh, hier ist er schon. Gut. Wir haben zumindest die 2 Würfel geholt und mal gucken, was passiert. Uns gar nichts. Okay. Da ist eine Tür. Das wir müssen wahrscheinlich von irgendwo durch eine Tür kommen. Das hätten wir wahrscheinlich erst ganz zum Schluss machen müssen mit den 2 Würfeln, damit dann hier das Wasser durchfließen kann. Hier rüber fließt, aber wozu? What is it good for? Von da sind wir gekommen, richtig? Ich glaube schon. Da ist auch noch was. Plong. Okay, da geht auf jeden Fall das Wasser hier rein und dann wird das Wasserrad aktiviert. Das ergibt Sinn. Ja, was haben wir hier? Warte mal. Hier ist ein Strich. Ach so, nee, warte mal, was ist das denn? Hier kommt... Das wollte ich nicht. Da kommt dann Wasser... Wie, oder was? Nee, durch den Wasserbetrieb geht wahrscheinlich das Ding auf und die Tür öffnet sich dann vermutlich. Könnte ich mir vorstellen. Heißt aber immer noch, wir müssen irgendwie irgendwas irgendwo finden. Wie wir vielleicht von der anderen Seite. Dafür jetzt die andere Tür irgendwie aufzu. Eigentlich nicht. Ich hab da Jin gehört. Weiß nicht. Aber das hier ist doch auch ein alter Raum, oder nicht? Ja. Alter Raum? Von dem Raum sind wir doch gekommen beim letzten Mal. Oh Gott. Achso, du meinst, das macht Jin? Okay, wie kommen wir da hinten rein? In das Ding müssten wir eigentlich rein. Hier hinter schon? Naja, dann gucken wir uns vielleicht den anderen Bereich nochmal an. Ob wir da vielleicht durch irgendeine Hintertür woanders rauskommen. Was ist denn zum Beispiel mit der Tür da? Ah, oder?
Kann ich aber bestimmt nicht rückgängig machen, ne? Brauche ich etwa dafür die ganzen Cubes? Muss ich das Wasser umleiten? Ich muss wahrscheinlich das Wasser umleiten. Aber dafür brauche ich mindestens zwei Würfel. Aber hier haben wir zwei Würfel. Um das vermutlich darüber zu. Tada! Okay. Scheiße, da komme ich nicht ran. So. Okay, okay, okay. Dann schrüpfen wir einfach nochmal runter. Mal ein bisschen in die Richtung fliegen, wo wir hin müssen. Und Zeit sparen. So. Und dann lassen wir das da reinlaufen. Und aktivieren wir das Rädchen. Das Rädchen bringt das irgendwie in die Höflichkeit. Dadurch ist die Tür aufgegangen. Okay. War hier also ein Rätsel im Rätsel versteckt. Frage ist, kommen wir jetzt auf der Rückseite des anderen Raums raus? Ne, jetzt sind wir auf der grünen Seite. Oh shit. Richtig langes Rätsel. Jetzt müssen wir erstmal den grünen Bereich lösen. So, erstmal würde ich sagen, machen wir hier die Tür auf. Dann nehmen wir den auch weg. Und setzen den erstmal so hin, dass der hier einigermaßen das Wasser ordentlich leitet. Und dann gehen wir hier durch und gucken weiter. Okay, da fällt das Wasser runter. Bäh. Sagen, wie war das gerade nochmal mit dem Baum wachsen lassen, aber gut, das war scheinbar so. Okay. So, wir ernten die Blöcke vom Baum. Ich glaube, mehr sind da nicht dran. Hier gucken. Nope. Gut, das heißt, wir müssen einfach wieder das Wasser irgendwo hin umleiten. Zum Beispiel noch da. Oh, da tut sich hier schon direkt was. Können wir das noch da hinleiten? Oh, wir müssen aber alle gleichzeitig aktivieren. Das heißt, wir brauchen theoretisch mehr Cubes. Alles klar, Felix. Danke fürs Reinschauen. Und man sieht sich. Wird doch einen schönen Abend. Ja, wenn du den Rest gucken willst, werde ich dann, wenn es soweit ist, also entweder guckst du natürlich hier den Rest auf Twitch oder sonst dann auf YouTube, dann schneide ich den Anfang und das Ende quasi weg, dass du nur den Spielepart hast. Falls dich der Rest interessiert oder auch der Anfang, falls du den, wenn du den verpasst hast, kannst du ihn ja noch nachholen. Mach's gut! Oh, du musst zur Arbeit. Ja, auch danke fürs Zuschauen, Wilfert. Einigermaßen angenehme Arbeit. Wenn das geht. Und bis demnächst. Wahrscheinlich bis morgen früh bei Nushi.
Ach so, das sind die Vögel. Die Vögel sind hier gefangen. Jetzt raff ich das erst. So, aber was machen wir denn jetzt mit dem Baum da? Es geht, ist nur die Hölle. Warum haben wir denn da noch? Ja? Warum ist denn hier noch ein freier Würfel? Ach so, der aus dem Baum, aus dem der Baum geworden ist, den haben wir auch wieder frei. Ich frage mich nur gerade, ob wir vielleicht irgendwie hier erstmal was rumleiten müssen. Weil hier ist nämlich. Oh nee, hier ist dieser ganz kaputte Baum. Da müssen wir dann später den Cube reinballern. Den Glitchbaum. Gut, dann versuchen wir einfach mit dem dritten Cube, den wir jetzt bekommen haben, irgendwie das noch weiter umzuleiten. Was passiert denn, wenn ich den einfach so mache, dann bleibt es da einfach, ne? Ja, dann wird es da abgehackt, okay. Das bedeutet doch eigentlich... Fehlt mir doch 100 pro einen Würfel, oder nicht? Weil ich muss doch eigentlich als erstes hier in dieses Ding rein, weil es als erstes kommt, oder? Das ist doof. Ich kann den auch nicht irgendwie anders drehen. Ich kann ja nur sagen, dass der so... Oder haben wir irgendwie einen Würfel, der... Wenn eine durchgezogene Linie hat. Wahrscheinlich nicht, ne? Alles ums Eck. Na gut, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Das ist mir zu weit weg. Ein Würfel in freier Wildbahn. Kann natürlich sein, dass dadurch hier irgendwie das Wasser so runterfällt. Von oben. Dass wir das irgendwo hingeleitet kriegen. Ich glaube, wir haben nur noch diesen einen Würfel. Da ist noch ein Baum. Da können wir noch einen Baum wachsen lassen. Gut, das heißt, wir müssen noch mal, haben wir jetzt den anderen hingeschmissen, irgendwo da hinten, ne? Ja. Hey, komm mit. Würfel, folge mir. Kriegen wir hier nämlich zwei neue. Plus den einen. Ne, jetzt kriegen wir einen neuen. Okay. Was? Das sind viele. Viele Würfel. Nein! Was haben wir dann? Praise the Dice. Das ist ja im Moment irgendwie so ein Steam Board Game Festival. Habe ich jetzt aber irgendwie auch nur gesehen, dass da Spiele vorgestellt wurden, aber irgendwie nicht großartig Demo spielen. Da gibt es ja auch ein Spiel, was ich eigentlich noch Bock hätte zu spielen. Das nennt sich Dice Legacy oder so. Aber da gab es leider keine Demo zu. Oder habe ich zumindest nicht gesehen. So ein Strategiespiel, wo man dann auch, glaube ich, statt Einheiten irgendwie zu haben, so Arbeit und so, dass man dann da Würfel platziert in seinen Gebäuden. Dann kannst du halt deine Würfel quasi upgraden. Höhere Effizienz. Das sah irgendwie ganz witzig aus. Aber vielleicht spielen wir das hier irgendwann mal.
So, oh boy. Bin ins Loch gefallen. What have I done? Muss ich jetzt hin? Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach runter oder was? So, dann leiten wir den. Nein, ich bin schon wieder ins Loch gefallen. Ich bin so ein Vollidiot. Mal dem Wasser hinterher. Wäre lustig gewesen, wäre ich vom Loch durchs nächste Loch gefallen. Guck mal, man sieht anhand der Striche, wie viele Würfel es gibt scheinbar, ne? Gucken gerade mal so auf. So, wo müssen wir? Hier müssen wir rein. Was ist hier los? Warum klappt das nicht? Haben wir das zu oft umgeleitet und dann geht's nicht mehr, oder? Das ist von der falschen Seite. Noch zwei Würfel übrig. Jetzt sind wir auch einfach davon ausgegangen. Achso, wir brauchen jetzt Würfel. Jetzt sind wir auch einfach davon ausgegangen, dass man nicht nochmal zurücklatscht und sich immer wieder den Würfel holt, der dann quasi neu spawnt, nachdem man den Baum gepflanzt hat. Achso, der schießt jetzt da auf diesen Turm drauf. Und der Turm leitet das dann weiter nach, wohin auch immer. Aber ich glaube, ich sollte sicherheitshalber mindestens einen Würfel mitnehmen. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hin? Das ist nicht verbunden, das heißt, durch Fallen. Ne, wir müssen hier den Würfel holen. Den mussten wir jetzt dazu bauen. Würfel verloren. Jetzt wird der Bildschirm wieder weiß. Ich verkacke mal. Kann ich hier einen Würfel nehmen? Kann ich nicht hier schmeißen. Da müssen wir nochmal neu anfangen. Der Ton ist wieder arg laut. Ne? Mal richtig schön Touchdown. Okay, wieder ein bisschen abgeschlossen. Aber wir müssen wahrscheinlich immer noch an dem großen Ganzen da arbeiten, in dem großen Raum. Oder wäre das jetzt irgendwie ein Bonusrätsel gewesen, was ich jetzt nicht gerafft habe? Wie war das eigentlich? Kann man auch im Epic Game Store einen Screenshot machen? Das ging auch nicht, ne? Gab noch keine Screenshot-Funktion. Oh, ich habe aber heute ein bisschen Rücken, ey. Kann nicht mehr sitzen.
kommen wir ja auch immer durch den gleichen Raum durch. Chup, chup, chup. Alter, was ist das hier für ein Baum? Jetzt haben wir die roten und die grünen Vögelchen. Jetzt kommen wir wieder in den großen komischen Raum raus. Nee. Okay. Also wir müssen den blauen Würfel müssen wir auf jeden Fall dahin kriegen. Das heißt jetzt aber, ich kann wahrscheinlich über... Kann ich über Wasser laufen? Bin ich Jesus? Doch, das Wasser ist gefroren in der Szene. Das heißt, ich kann über Wasser laufen. Aber das heißt auch, okay, das heißt, wir müssen das Wasser irgendwie so hinkriegen, dass wir, ja, dass wir da oben lang laufen können. Kann ich denn... Oh. Wie komme ich denn zum Wasser? Da ist das Wasser. So, der hat zwei Cubes. Das heißt, wir könnten zweimal das Wasser umleiten. Wo müssen wir denn das Wasser hinkriegen? Achso, wir müssen es einfach quasi einmal so umleiten und dann nochmal so. So, naja. Viel mehr gibt es ja jetzt gar nicht. Was wolltest du schreiben? So, ich vermute jetzt einfach mal nur so, weil wir haben ja eh nur zwei Würfel. So, dann gehen wir wieder auf blau. Aha. Nehmen wir uns den Würfel nochmal raus. Laufen über das Wasser. Achso, mit dem Jesus. Jebus wolltest du wahrscheinlich schreiben, ne? Okay. Hi Chris. Wie war die Arbeit? Hab schon eine Ähnlichkeit zu Jesus, ja. Okay, wir müssen hier wieder Wasser hinleiten. So viel ist klar. Dann geht nämlich da die Tür auf. Hi Lisa. Lisa und Chris kommen gleichzeitig in den Chat. Zufall? Mega Oh, der Manu auch noch. Zufall? Bei Johnny ist was passiert. Mega stressig und hab Bauchkrämpfe. Dachte ich, schau mal nebenher bei dir und Johnny rein. Wie läuft es? Ja, eigentlich ganz okay. Wir brezeln uns, glaube ich, in ganz okayem Tempo hier durch gerade. Sehr entspannt das Spiel. Also ich kann mich nicht beklagen. So. Ach, Bauchkrämpfe wegen Essen. Ja, dann isst doch mal was. Was ist passiert? Bei Johnny ist Internet weg. Oh, warte mal. Da sind die Würfel. Hier ist das Wasser. Was machen wir denn da? Wait a second. Aha.
What? Okay. Das geht ja noch. Aber dann brauchen wir wirklich alle. Eigentlich werde ich das Spiel ausstreamen, weil das so weird ist. Ja, dann guckt ihr besser nicht zu viele Rätsel schon ab. Das ist ja witzig. Aber auch ein bisschen easy, glaube ich. Wenn zumindest. Warte mal, kann ich aber auch? Ne, kann ich nicht, ne? Ja, da komme ich ja nicht durch. So. So. Oh, das ist ein bisschen schief, aber wen kümmert's? Fragt am Ende keiner mehr nach. Nein. So. Wasser umgeleitet. Tür öffnet sich. Die große Frage ist, was ist mit der anderen Tür? Warum ist diese Tür noch verschlossen? Ich frage mich echt immer noch bei dem Spiel, ob es hier irgendwelche Geheimnisse gibt. So geheime Räume für die extra smarten Leute. Aber leider gehöre ich nicht zu dieser Gruppe. Das vergleicht alles mit Afro-Samurai. Ich glaube, Anki ist auch Afro-Samurai-Fan, wenn ich mich richtig erinnere. So, hohoho. Ho, ho. Oh. Wie los? Ah, ein Knopf. Ein Knopf! Ah, wir sind in dem Raum, in den wir rein wollten. Sehr gut. Das machen wir weg. Dann geht das jetzt rein und dann sind wir doch eigentlich schon durch, oder nicht? Das haben wir schon gemacht. Haben wir schon vorgearbeitet. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Dann läuft das Wasser da rein, dann geht das da durch, dann geht die Tür auf. Die Würfel behalten wir einfach als mitbringen will. Dann geht's mal hier weiter. Hast du noch nicht gesehen? Hast du mir nicht Afro-Samurai sogar empfohlen? Oder verwechsel ich das mit irgendwas? Ich muss gerade ein bisschen Dehn- und Streckübungen machen. Meine Rückenschmerzen. Die Lisa wieder mit vergifteten Subs um sich geschmissen. ...22 Stunden bis Emote-Freigabe. Der Chris hat doch da Connections zu Twitch. Alter, das sieht jetzt aus wie hier Asterix und Obelix. Ich weiß nicht, ob wir zu dritt auf einen Emote passen, Nushi. Oder jeder von uns muss eins machen, aber dafür muss ich jetzt ein Emote opfern. Da weiß ich noch nicht, ob ich das beantworten kann. So, was ist hier los? Da ist auf jeden Fall eine Tür. Es wäre natürlich witzig, wenn jeder von uns eins davon hätte und dann, also sein eigenes quasi, und dann könnten wir alle drei in Kombi posten. Ich würde sagen, wir folgen einfach mal den weißen Linien. Das hier ist doch ein Shortcut, oder? Für das kleine Räumchen. Okay.
Ach so, als Bild, nicht als Emote. Da ist auch noch eine Tür. Aber das ist wahrscheinlich die gleiche Tür wie da. Aber da will ich jetzt eigentlich noch nicht rein, oder? Will ich da schon rein? Gut, den Würfel nehmen wir weiterhin mit. Aber erstmal gucken, was hier passiert. Hier haben wir wieder Wasser. Müssen wir jetzt das Wasser durch die... Nee, aber können wir das? Nee. Einfach wieder zurück umleiten. Ich weiß echt nicht, ob wir den Würfel mitnehmen durften eigentlich. Können wir das? Wir können das nicht zurück umleiten, oder? Aber ich könnte es da runterleiten. Aber nicht von oben wieder rein. Naja, würde ich sagen, gucken wir erstmal, wo es hier lang geht. Treppe hoch, Treppe runter. Ich mag auf jeden Fall, dass das Spiel mal was anderes ist, was die Rätsel angeht. So. Haben wir es doch schon. Mir aber trotzdem noch den einen Cube holen, sicherheitshalber. Wenn wir dadurch die Rätsel... Aber gut, schwerer wäre das Rätsel dadurch jetzt nicht gewesen, aber... Wir nehmen, was wir kriegen können. Wenn es hier kostenlose Würfel gibt, dann nehme ich mir einen kostenlosen Würfel. Achso, jetzt, hä? Wie war der? Genau, da. Bittchen rauf, bittchen runter. Woher ist das denn? Ist das wieder Simpsons Gag? Mein Nacken. Nein, wir müssen den Würfel hier lassen. Scheiße. Ach, ich frage bei dem Spiel einfach gar nicht mehr nach. Ich laufe einfach nur noch den Weg lang und denke mir nichts dabei. Was hier eigentlich los ist. Aber ich glaube, ich muss mal kurze Pause einlegen für meinen Rücken. Kann gerade echt nicht mehr. Ich muss mich mal, glaube ich, kurz ein bisschen bewegen. Vielleicht kurz ein paar Minuten mal irgendwie hinlegen. Das schmerzt. Das ist etwa eine neue Art Rätsel da hinten? Ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause von circa 5 bis 10 Minuten. Und dann geht es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich habe ja heute erst etwas später angefangen. Und jetzt noch eine kleine Pause. Dann treffen wir uns circa 22. Okay. Versuche ich auch mal weiter gerade zu sitzen, einigermaßen. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben.
einen orangenen Baum. Gut, jetzt müssen wir noch einen violetten Baum. Womit die Cannelloni gefüllt waren. Mit Tofu, Tomate, Zwiebel, Knoblauch, Gemisch. Oben drüber eine Bechamelsoße. Basilikum war noch drin. Ich glaube, das war's. Okay. Da muss ein violetter Dingsel drauf. Gucken wir uns das mal an. So, was ist das jetzt für eine neue Mechanik? Können wir damit jetzt... Haben wir den jetzt umgewandelt? Da wäre ein Knopf gewesen auf der anderen Seite. Aber ich glaube, in dem Raum waren wir noch nicht. Ja, hier ist ja sonst nichts weiter. Ah, ich habe immer noch so eine blöde Verspannung im Hals, ey. Irgendwie hier. Von hier kommt der Schmerz, glaube ich. So bist du. Wir machen einfach beide hier rein. Was soll der Geiz? Jetzt müssten die, genau, die sind jetzt runtergefallen. Eine interessante neue Mechanik. Würfelumwandlung. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel geht doch länger, als ich erwartet habe. Ne, ich würde sagen, wenn es nicht gleich besser wird oder einigermaßen okay ist, dann muss ich, glaube ich, heute aufhören. So. Okay, da kommen wir scheinbar nicht so einfach runter. Also nicht ganz so einfach, aber wir können jetzt hier runterfallen. Mit dem Würfel. Blade Runner Musik. Da muss auf jeden Fall ein Würfel rein. Das ist wahrscheinlich einfach unsere Plattform und das ist die andere Plattform, okay. Soweit werden wir nicht rüberkommen, aber vielleicht, ja, wahrscheinlich im nächsten. Mit dem nächsten Zyklus.
Da irgendwas? Sieht nur aus wie ein Würfel. 2001. Space Odyssey. So. Ein roter Knopf. Was los? Warum ist da ein trauriger Helm? Oh boy. Was los, mein Schatz? Du fühlst dich schlecht wegen dem Gespräch am Dienstag. Du meinst jetzt das Doktorandengespräch. Dr. Oetker-Gespräch. Noch viel mehr, wenn ich die Stelle bekommen könnte, aber eventuell ablehne. Naja, wenn die so negativ belastet ist scheinbar. Dann ist dem wohl so. Ah, was ist denn da für ein Gang? Da etwa durch? Was ist die Rückseite davon? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Jetzt wieder genau. Hä? Das hat, glaube ich, nicht so viel gebracht. Also ich brauche rote Würfel. Oh, was ist denn da für ein langer Gang? Da schon? Oder ist das quasi dasselbe in grün? Warum ist denn da jetzt schon wieder da? Aber das ist wieder die falsche Seite, das ist wieder die blaue Seite. Das erinnert natürlich stark an den anderen Bereich. Oh, aber da hinten ist ein Baum. Beziehungsweise da, also... Wahrscheinlich der gleiche Baum.
Okay, wir haben einen Cube. Ne, wir haben zwei Cubes. Okay, dafür brauchen wir zwei. Dafür brauchen wir die Cubes von beiden Seiten. Erst den anderen kriegen wir da hinten aus der Tür raus. Aber wir hatten ja da noch einen anderen eigentlich, den da unten. Wir sonst noch einen? Nee, ne? Jetzt müssen drei Stockwerke tiefer. Naja, dann ist das so. Kannst es hier erstmal anhören und dann. Wenn das nix ist, ist es nix. Kann es sein, dass ich hier die Seite wechseln muss, weil der Weg erscheint mir irgendwie so lang. Na gut, machen wir es mal. Gehen wir den Weg hoch. Ach nee, warte mal, das ist ja nochmal ein ganz anderer Ausgang. Oh, hä? Oh, man kann auch mit rechter Maustaste die Dinger wechseln, sehe ich gerade. Hier haben wir auf jeden Fall ein neues Rätsel. Was ist da hinten los? Ist das eine geschlossene Tür oder ist das gar nichts? Ne, da müssen wir einen gelben Cube reinballern, oder? Ja. Okay, aber den müssen wir ja wahrscheinlich durch dieses Ding da hier irgendwie rauskriegen. Nein! Okay, so schnell wollte ich eigentlich nicht da durchfallen, aber gut. Wiederholt sich das hier? Oder ist das ein anderer Raum? Hm. Oh je, Mini. Also, toll. Da geht die erste Tür auf. Das müssen wir wahrscheinlich später machen. Ganz zum Schluss. Aber das heißt zumindest, wir können den schon mal nehmen und den dann einfach da an den Strahl halten. Fällt der dann da drauf? Wofür brauche ich den Rest hier? Der wahrscheinlich auch noch irgendeinen Grund haben. Wobei, jetzt habe ich den ich da reingemacht habe, der ist jetzt quasi hier wieder schräg. Da oben. Blums. Fuck, hä? Hier ist noch ein roter. Brauchen wir gar keinen gelben? Ne, warte mal, hier war doch ein gelber, oder? So, jetzt haben wir hier eine Treppe.
Quatsch. Okay, ich glaube, ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Weiß ich das wirklich, worauf es hinausläuft? Welchen kann ich denn jetzt rausnehmen? Gut, ich kann ja eigentlich erstmal den hier rausnehmen. Dann springen wir hier einfach irgendwie runter, oder? Da. Passen wir auf, dass wir den da nicht in den gelben Strahler reinhalten. So. Dann nehmen wir uns einfach. Fuck. Ja, welcher ist jetzt welcher, ist natürlich die große Frage. Hehe. Scheiße. Ja, warte mal, der ist scheinbar ja gelb. Der sieht zumindest so aus, als wäre er gelb. Und dann nehmen wir den. Ja, war der richtige. Juhu. So. Okay. Okay. Oh Mann, ey. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen den Überblick verloren, was die Rätsel angeht. Was gerade eigentlich noch unsere aktuelle Aufgabe ist. Ja, ist auf jeden Fall ein violetter Baum drin. Tor. Mehrere Tore. Oh, was war man da? Ne, von da sind wir gekommen. Da hinten ist irgendwie ein komplett blauer Bereich. Na? It's interesting. Ich würde sagen, wir hüpfen erstmal runter und drücken auf diesen Knopf drauf. Wir drücken auf alle Knöpfe. Aha. Silberknopf. Orangener Knopf. Jetzt sind wir in dem inneren Ding drin. So, da haben wir einen grün-gelben Baum. Der kann in beide Richtungen benutzt werden. Frage ich mich allerdings gerade ein bisschen. Achso, den brauchen wir vermutlich irgendwie, um Sachen aufzuhalten. Also zu stoppen. Das heißt... Tja, was heißt das? Der ist, obwohl die sind beide gleich hoch. So, der hat einen Strich, der hat keinen Strich. Okay. Ach so. Das heißt, dass wir haben wirklich nur den einen. Das ist ein Problem, glaube ich. Hier haben wir vermutlich auch nur einen Block. Wie soll ich das denn machen? Also dieser Würfel hier, der funktioniert jetzt in zwei Gravitationsrichtungen.
Was ich mich halt gerade so ein bisschen frage ist, muss wahrscheinlich einfach nur darauf achten, dass ich nicht aus Versehen an den komme ich gar nicht dran. Oder kann ich den oben drauf setzen? Ah, kann ich oben drauf setzen. Das ist wahrscheinlich nur, ich darf dann nicht in die, was sind wir hier? Ist das die orangene Ebene? Ich darf dann nicht nochmal in die orangene Ebene gehen. Damit er nicht wieder runterfällt. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt erstmal in die gelbe Ebene, dann fällt der Block direkt runter. So. Dann machen wir da dasselbe in gelb. Versteht ihr wegen in grün. So. Dann gehen wir an violett. Holen uns den Cube. Und legen den auch da oben drauf. Und dann öffnet sich die Tür. War ja doch gar nicht so schwer. Einfach nur ein bisschen nachdenken und schon klappt's. So. So, klappt's doch. Jetzt sind wir hier außerhalb. Warum haben die Türme so komische Farben? Grün-gelb, blau-rot. Ich denke, wir werden es jetzt rausfinden. Ist vermutlich einfach nur, das ist so ein Umwandler und der Strahl wird dann rot, wenn er in die Richtung. Vermute ich jetzt einfach mal. Weil irgendwie haben wir doch immer noch ungelöste Rätsel von vorhin oder kommen wir da später wieder hin? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir sind gerade wieder so im Bereich, wo dann gleich so ein Endscreen wieder kommt. Und das hier fertig haben. Weil das wieder so ein großer Raum ist, wo man mehrere Rätsel in verschiedenen. Okay. That's kinda interesting. Das heißt, die werden dann quasi auch, die wechseln dann zwischen dem Ding und dem Ding. Aber wahrscheinlich dann auch wichtig, in welchem Zeitpunkt ich dann den Weg wechsle, ne, um da drüber latschen zu können. Sind wir jetzt gekommen? Waren wir auf blau? Eigentlich waren wir auf blau, ne? Ne, wir waren nicht auf blau. Weiß ich auch nicht, wo muss der denn sein? Ah.
Okay, das sieht ja zumindest erstmal schon mal ganz interessant aus, da die Konstruktion. Jetzt könnte man da langlaufen. Okay, wie kommen wir da rein? Da brauchen wir einen Würfel. Hier ist die Tür. Hier ist die Tür offen. Gott. Das heißt, wir kommen hier. Oh nein. Ei. Wo ist denn jetzt der Baum hin? Die war doch gerade so ein Baum. Über die Wand hochlaufen. Ja, ich habe doch hier von außen habe ich doch einen Baum gesehen. Ja. Ich muss wahrscheinlich erstmal da rein und mich da irgendwie wieder weiter rätseln, bevor ich weitermachen kann. Oder das ist wieder irgendein Secret. Nein! Irgendein Secret-Bereich. Shit. Ich falle jetzt einfach runter. Ich nehme diese Türen auf. Weil ich es kann. Was, sind wir jetzt immer noch im selben Gebiet? Komisch aus. Jetzt sind wir wieder. Achso, jetzt müssen wir hier quasi wieder innen durch den Raum durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben total viele angefangene Rätselstränge. Ich habe komplett die Orientierung verloren, wo wir eigentlich zuletzt waren. Okay, jetzt haben wir nochmal so eine Art Rätsel, bloß in anders vermutlich. Wir müssen zwei grüne Cubes auf die Dinger kriegen. Naja, ich kann es natürlich immer schwer einschätzen, ob das jetzt als Zuschauer schwieriger ist als Spieler. Das kann schon sein, gerade bei Rätselspielen. Beim ersten Mal, im ersten Part, wo wir gespielt haben, da hatte ich, glaube ich, auch gefühlt ein bisschen mehr Probleme. Ich glaube, ich habe jetzt einfach schon auch ein bisschen Übung. So, wir haben wieder ein. Ne, wir haben zwei diesmal. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen so ist. Also wir haben jetzt zwei Würfel, die, also der Würfel und der Würfel, die werden dann immer quasi zwischen dem hin und her fallen. Heißt, das wäre eigentlich erstmal ganz gut. Aber vielleicht holen wir uns erstmal ein und legen den da hin. Ja, stimmt, wir können die jetzt ja eigentlich erstmal beide auf eine Seite holen. Beide Würfel. Aber bis jetzt, also ich meine, wir hatten in der ersten Folge hatten wir ein Rätsel, wo ich ein bisschen Probleme hatte. Aber ich fand auch jetzt heute ist auch nicht so groß, dass ich jetzt großartig irgendwie Hilfe von euch bräuchte zum Miträtseln. Also ich finde es auch schön, wenn ihr auch miträtseln könnt, aber war heute irgendwie nicht so wirklich
der Fall. So, weil dann würde ich jetzt beide da runterfallen lassen. Wahrscheinlich kein Unterschied, aber... Mal nehme ich schon mal den ein. Und jetzt gehen wir über eine andere Wand. Weil jetzt können wir eigentlich hier rüber gehen. Dann legen wir den hier außen hin. Shit, warte mal. Dann sind ja beide unten. So klappt's nicht. Habe ich einen Denkfehler gehabt. Kann ich das noch fixen? Ich glaube fast nicht. Da war ich im Kopf schneller als das Rätsel zulässt. Ist aber gerade echt nicht. Wie kriege ich die denn jetzt nochmal auseinander, die Cubes? Muss ich mir einen neuen Cube holen? Ich das so nacheinander machen sollen, statt beide auf einem zu haben. Nee, ich muss den anderen. Legen wir jetzt einfach hier hin, gehen wieder auf die andere Seite rüber, dann müsste es eigentlich passen. So. Ich habe aber immer noch nicht geschaut bei how long to beat, wie lange das Spiel ungefähr angesetzt ist hier. Also nach der ersten Folge hatte ich ein bisschen das Gefühl, die Rätsel werden sich relativ schnell erschöpfen, aber jetzt sind ja doch noch ein paar weitere Mechaniken reingekommen, die es dann doch komplexer machen als... Also ich finde die Rätsel immer noch relativ easy im Vergleich, aber es sind auf jeden Fall ein paar lustige Mechaniken mit dabei. So, jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wo sind wir denn hergekommen überhaupt? Ach, da hinten. Okay. Marcus, mache ich jetzt noch eins? Ich vermute, das ist auch fast das letzte für diesen Part hier. Oh shit. Meine Plattform runtergefallen. Naja, gehen wir hier einfach mal weiter.
This is not correct. Ja, sag ruhig. Also hier habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber ich muss ja jetzt eigentlich bei Rot weitermachen. 5 Stunden Main. Oh, da sind wir aber schon theoretisch, aber ich brauche ja immer ein bisschen länger. 7 plus extra. Ja, aber gut, Extras habe ich ja noch keine gefunden irgendwie. Zwölf Completion ist. Also für diese Art Rätsel bin ich, glaube ich, zu doof. Ich weiß gerade gar nicht, wo haben wir denn angefangen? Wo ist denn unsere Linie, die wir gemacht haben? Ja, aber eigentlich war die ja bei grün. Eigentlich war die ja hier. Problem ist nur... Das irgendwas? Nein. Doch. Wird der wieder? Ich raff gerade gar nichts mehr. Jetzt ist die Frage, ist das ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören und das nächste Mal mit frischem Kopf weiterzumachen? Also das Ding ist auf jeden Fall, das ist aktiv. Will ich nochmal auf grün gehen? Muss ich auf grün? Nein! Oh, ich dachte schon, ich wäre runtergefallen. Nein! Bin ich runtergefallen? Da ist der Turm, also rot. Rot ist auf jeden Fall das letzte. Oh. Das letzte Rätsel in diesem Bereich. Oder fehlt mir hier noch ein anderer Bereich? Kommt rot später erst? Oh nee. Jo, Nushi. Sag jetzt bitte nicht wieder, ich eine schöne Stimme. Okay, nee. Ich will mein Weißabgleich ändern. Nee, ich glaube, ich sollte mir einfach eine andere Lampe kaufen. Man sieht die eine Seite meiner Nase nicht. Ich brauche halt einfach eine andere Lampe, die nicht ganz so viel Power hat.
Einseitige Nase. Mano, was ist denn das hier für ein doofes Tetris-Rätsel? Das gefällt mir nicht. Wie hat denn der Weg vorhin funktioniert? Kriege ich das denn wieder hingebaut? Kriege ich das überhaupt wieder hingebaut? Tell me, Nushi. Enlighten me. Boah, ich raff jetzt gar nichts mehr hier. Scheiße. Ach, in this game. I see. Fire. Inside the mountain. Ich bin gerade komplett lost. So, welchen Block brauche ich denn jetzt hier? Ja, ich wusste nicht, dass der Witz quasi schon da war. Ich dachte, da kommt noch einer. Grabe müde. Hier wieder. Ach man, irgendwas klappt hier nicht. Oh, jetzt kommt die salzige, zur salzigen Krabbe. Warte mal, jetzt ist doch hier die grüne Linie. Wo war der Eingang? Der Eingang ist doch hier um die Ecke, oder nicht? Nein! So, ach, ich bin einfach schnell reingehuscht. Keine Ahnung, ob es das richtig ist oder nicht, aber... hab's einfach mal gemacht. Gut, dann versuchen wir noch Speedrun, schnell den roten Bereich hier noch fertig machen und dann ab ins Bettchen. Machen wir die ganzen Buttons auf, obwohl die wahrscheinlich nichts bringen. So, dann springen wir hier runter. Machen hier die vier Buttons auf. Darkrap TV. Zack. Hier hin. Abdrücken. Weiterlaufen. Speedrun. So. Was haben wir hier Geiles? Einen gelben Baum. Okay, wir brauchen zwei grüne Slots und einen gelben Slot. Aber die. Okay, der hier ist ein Mixbaum. Haben wir ein Grün. Okay, also der ist auf jeden Fall ein Grüner. Der ist auch ein Grüner. Der ist ein Gelber. Ach nee, warte mal. Hä? What? Impossible, Bro. Wait a second. Hä? Traf ich nicht. Raff ich nicht. What goes here on? Aber der ist doch genau falsch rum. Der ist hierfür falsch rum? Kann er eigentlich, dann kann der ja eigentlich nur grün sein, aber... Ah. Aber was ist dann mit dem? Achso, den kann ich doch da nicht dran halten. Ja, aber der drückt den nicht runter, oder? Wenn ich den hier drauf mache, dann bleibt er doch so stehen.
Verschiebt er doch den anderen Cube nicht. Was ist das für eine Zauberei? It's a kind of magic. Verstehe nicht. Oder funktioniert der auch hier? Aha. Achso, der funktioniert auch da. Aber das bringt mir ja auch nichts. Ich weiß nicht, welches Video es war. Keine Ahnung. Steht da ja nicht. Da steht halt nur, wir haben ein Video gelöscht. Die können keinen Beweis mehr antreten, dass tatsächlich ein DMCA-Strike stattgefunden hat. Und ja. Und dass halt irgendwie ab morgen, glaube ich, wieder das normale Tool aktiviert wird. Und wenn dann wieder ein DMCA-Strike kommt, dass ich dann ein Problem habe. More or less. So habe ich es jetzt verstanden. Ich weiß aber nicht, welches Video es ist und ich hatte bisher noch keinen Bock gehabt zu gucken, welches alte Video es sein könnte. Ja, in der Bibliothek, keine Ahnung. Also Clips habe ich ja nicht so viele. Aber da, ich weiß auch nicht, da ist mir jetzt nichts aufgefallen, was fehlt oder irgendwie, weiß, keine Ahnung. Bei den ganzen Videos in der E-Mail steht halt drin, ja, sie können halt alle Videos löschen, um auf Nummer sicher zu gehen. Soll ich jetzt meine 7 Jahre Twitch hier einfach löschen, weil die mir nicht sagen können, in welchem blöden Video das Problem ist? Ist ja auch irgendwie Quatsch. Aber gut, denen ist das letzten Endes natürlich auch... Wo ist du? Kann ich denn? Kann ich das dann vielleicht irgendwie so übereinander stapeln? Aber eigentlich dürfte das nicht funktionieren, glaube ich, zumindest. Vielleicht geht's ja doch. Krieg ich den hier irgendwie? David wollte mal einen Zusammenschnitt machen irgendwann, ja. Aus unseren Videos. Nee, von unser aller Clips, unser Best of Wally, Nushi, Bubbe, Johnny, er, war keine Ahnung, wer alle alles, Anki, wer da mit rein kommt und darf. Aber ich denke mal, das ist auch ein ziemlich großes Projekt. Weiß nicht, ob er dafür Zeit hat. Ob und wann. Aber es kam ja von ihm die Idee, von daher. Wenigstens mit zu tun. Ja, aber wegen DMCA, ich finde es halt irgendwie Quatsch. Also die müssen es doch wissen, in welchem Video das Problem ist. Warum sagen die nicht einfach hier, in dem Video ist ein Problem? Und dann kann ich das entweder löschen oder sagen, nee, stimmt nicht. Einfach zu sagen, eines ihrer Videos hat ein DMCA-Problem. Wir sagen ihnen aber nicht welches. Löschen sie besser alle Videos, um auf Nummer sicher zu gehen. So, ich muss jetzt aber dieses Rätsel lösen. Ich habe aber im Moment keine Idee, wie ich das machen soll. Also ich glaube, der Versuch hier an sich ist eigentlich ganz gut.
Ich glaube, ich habe eine Idee, oder? Habe ich eine Idee? Wir nehmen nochmal den gelben da weg. So. Dann legen wir den hier. Das macht auch, obwohl doch, ja doch, das könnte klappen. Kann das klappen? Klappt das? Mann, bin ich denn hier ein bisschen. So. Weil jetzt haben wir da diesen Slot, dann können wir wieder auf gelb gehen und dann nehmen wir den nämlich einfach weg, ersetzen den durch den gelben. Dann können wir nämlich die beiden hier benutzen. Da musste ich tatsächlich ein bisschen nachdenken. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Videos. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, Anki, wir haben ja das eine Video, nachdem wir, ich glaube, Cuphead gespielt haben, haben wir ja unser Outro-Dance gemacht zu Klapperstrauß. Das Video ist aber noch da. Das heißt, ja, weiß ich nicht, entweder haben sie es doch nicht gelöscht. Aber da ist auf jeden Fall ein Video, wo der komplette Song von Helge Schneider läuft. Das sollten wir, das wäre vielleicht eins der Videos, was ich auf jeden Fall dann runterladen und speichern sollte. Aber ich weiß halt nicht, ob es das ist oder ob halt, wie gesagt, dieses Video, was jetzt scheinbar ein Problem war, wurde ja laut E-Mail angeblich eh gelöscht. Und ja, gute Nacht, Jasmin. Nicht Anki. Awkward. Das gibt Ärger. Das ist ja meine Frau. Und dann müsste ich theoretisch noch die ganzen alten Videos durchgucken, bei meinen ganzen WoW-Videos und so von den Bosskills. Da könnte auch Musik im Hintergrund laufen. Aber da ist mir jetzt halt auch, also keine Ahnung, das kann ich einfach nicht. Ich weiß ja jetzt nicht, welches Video ich jetzt alle habe. Also es könnte sein, dass jetzt eins davon fehlt. Aber ich hätte, ja weiß ich nicht. Hätte ich wahrscheinlich gestern oder heute machen sollen, weil morgen soll ja angeblich das Tool wieder da sein. Das heißt, wenn ab morgen mein Stream dann einfach weg ist, dann wurde ich halt weggestrikt und gebannt und dann hat sich das Gewerbe schon wieder erledigt. Dann war es das mit dem Krabbenzeitalter. Dann können die jungen Wilden Twitch übernehmen. Wie der junge 31-jährige Nushi zum Beispiel. So, das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich hier so ein Ding, um da lang zu latschen, oder? Ist jetzt auch was runtergeflogen, oder? Ne, das kommt scheinbar wieder irgendwie von der Seite. Okay, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das richtig ist. Was passiert denn hier? Da ist jetzt das Ding. Heißt eher, es muss hier irgendwas anschließen. Also muss ich doch wahrscheinlich einfach nur so machen. Dann kommt der Block hier von oben angedonnert. Oder? Ja. Ah, scheiße. Ich glaube, da kommt noch ein Bereich mit Rätseln. Nein, jetzt fliegt das Ding wieder durch. Von wo kam ich denn gerade? Kam ja wieder von da. Das heißt, ich müsste eigentlich irgendwie. Ein Rot?
Aber bei Gelb fliegt das wieder runter. Wie war das jetzt? Kann ich zu Grün? Ja, bei Grün ist das wieder weg. Dann geht der Strahl wieder weg. Ich muss eigentlich ja eher nach da oben. Scheiße, es ist noch ein Bereich. War das jetzt wirklich der letzte, glaube ich. Hier nehme ich auch wieder die Verseuchung. Kann ich das auch noch? Oh scheiße, schon 23 Uhr, ey. Sofort. Hä? 11.111 Kanalpunkte hat der Nushi schon. Oh Mann, ey. Ich muss mir mal was einfallen lassen für den Arms. Elfhundertelfzig Punkte. So, was geht hier ab? Wir müssen wahrscheinlich nicht nach hier außen, sondern eher den Cube mitnehmen und den da in die Mitte tun, oder? Brauchen wir einen anderen Cube? Scheiße. Mistakes have been made. Komme ich hier überhaupt noch mal raus wieder? Aber ich könnte, wahrscheinlich muss ich die Wand wieder hochlaufen. Aber jetzt ist mein, jetzt haben wir den Cube hier. Ach shit, da oben. Okay. Dammit. So, hier haben wir den verseuchten Baum. Hier haben wir den nicht verseuchten Baum. Oh, bin ich an dem vorbeigelaufen? Was genau soll ich jetzt damit? Muss ich doch damit raus? Puh, das war knapp. Alles klar, David. Gute Nacht. Danke fürs Vorbeischauen. Und bis die Tage. Komm gut durch den letzten Wochentag und ins Wochenende. Oder ist hier außen einfach irgendwie so ein Ding? Nee. Muss wahrscheinlich mit dem Ding runterspringen. Irgendwas irgendwo aktivieren, nehme ich mal an. Hier außerhalb. Okay. Ah. Wo muss dieser Würfel hin? Ich weiß es nicht. Der muss aber nicht da drauf, oder? Nee, ich glaube nicht. Haben wir denn irgendwo so einen Cube gesehen? Mal wieder hier, wo wir angefangen haben.
Vielleicht müssen wir da doch die Treppe hoch, aber eigentlich nicht, ne? Da ist ja, da muss ja dieser Spektralwürfel rein. Oder? Ach nee, Quatsch, den muss ich da an den Baum hängen. Nein? Wirklich? Doch erst wieder später. Hätte ich das hier noch gar nicht machen müssen und muss stattdessen doch irgendwie noch mit dem roten Strahl den roten Strahl aktivieren vom Turm. Ach Mann, ey, so ein Käse. Warum ist denn hier der rote Strahl? Der rote Turm ist eigentlich da unten. Ah, ich will das jetzt nur schnell rausfinden, damit ich ins Bettchen kann. Uäh. Was war da denn? Achso, das war der Eingang. Zu dem Dingsel. Da muss ein roter Würfel rein. What? Haben wir irgendwo einen roten Würfel zu viel? Kann ich den einfach mitnehmen und da oben drauf packen? Ein Turm. Naja, fast. Nämlich der Turm in das gelbe Dingsel da rein. Die Frage ist jetzt, kommen wir in das gelbe Dingsel noch mal rein? Und muss der Strahler permanent auf das gelbe Dingsel schießen? Oh Mann, nee, ich weiß nicht. Wie ist es nicht? Warte mal, wir haben jetzt ja eigentlich die Türen aufgemacht. Das heißt, wir können ja jetzt von hier rein. Also ist das ja eigentlich kein Problem mehr. Wenn wir jetzt diesen gelben hier, wir den jetzt da in den Baum reinstecken oder nicht? Der rote Strahl denn noch an? Muss denn das? Nee, aber der rote Strahl muss ja eigentlich an. Ah fuck, ey, irgendwas raff ich gerade nicht. Roten Strahlen sind noch an. Pixel offline. Wie war das denn jetzt nochmal? Musste jetzt in den komischen verseuchten Baum? Warte mal, der muss da jetzt rein, ne? Wir haben jetzt den freigemacht. Den müssen wir jetzt in den Baum reinkriegen.
jetzt mit dem hier durch. Müssen wir, glaube ich, an allem vorbeifliegen, oder? So. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwelche Secrets übersehen, weil wir gefühlt irgendeinen Bereich nicht abgeschlossen haben. Oder der kommt jetzt später noch, aber das ist auf jeden Fall die letzte Szene für heute. Würde ich sagen. Wir machen jetzt noch den Spektralcube in das Ding rein und dann wird's ein Schuss. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon vier Vogelfarben. Wie viele werden wohl noch kommen? Ne, fünf? Ne, doch vier haben wir. Ja, stimmt. Vier Stück. Blau, grün, rot und gelb haben wir jetzt. Da ist immer noch ein ziemlich abgefuckter Bereich. Das ist jetzt schon der neue Bereich. Ich denke schon. Darauf achten, wann das nächste Mal ein Ladebalken bei mir kommt hier. Also ein Speicherbalken. Aber jetzt sind wir. Ne, jetzt sind wir wieder in dem großen Raum. Wo ich eigentlich dachte, da wäre unser Rätsel immer noch nicht zu Ende. Aber ich habe schon wieder komplett vergessen, was war denn hier zuletzt? Wir haben, glaube ich, irgendwie einen Weg aufgemacht. Und konnten dann nicht weitermachen, weil wir erst was anderes, weil wir erst den blauen, glaube ich, brauchten. Jetzt können wir uns aber den roten wieder von irgendwo schnappen. Aber nicht hier, sondern so seitlich. Entweder wir nehmen den da wieder raus oder wir hatten noch einen extra Cube. Nee, warte mal, da ist doch ein Baum. Ist der schon? Ja, das ist der schon. Da haben wir noch einen Cube über. Wollen wir den anderen gar nicht wegnehmen. Könnte man aber bestimmt machen für einen Speedrun. Nein! Wollte ich wieder die Treppen hochhüpfen. Ah, nee. Warum kommt hier dann gefühlt nie ein Speichersymbol? Wird nie aufhören, der Stream. Gut, wir hören jetzt einfach auf. Ich drücke jetzt auf Speichern. Das war Part 2 von Manifold Garden. Hier wird es beim nächsten Mal weitergehen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich eventuell auch mal an einem Samstag oder Sonntagmorgen weiterspiele. Einfach um das ein bisschen zu beschleunigen und damit die Abstände zwischen den Rätseln nicht so groß sind.
Aber das entscheide ich dann wahrscheinlich in den nächsten 2 Tagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mal tschüss an YouTube. Und dann sehen wir uns im dritten Part wieder.